Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute mal eine ganz andere Art von Video für euch. Und zwar hat vor einiger Zeit die liebe Sandra von Sandras Beauty Talk mich nominiert, bei dieser 3 Minuten Make-up Challenge mitzumachen. Und ja, heute habe ich endlich den Moment dazu gefunden. Ich habe mich seelisch darauf vorbereitet. Ich habe alle Produkte, die ich benutzen möchte, hier schon schön vor mich hingelegt und drapiert, damit das auch gleich alles so ruckzuck in eins übergeht. Schaut mal sehr gerne bei der lieben Sandra vorbei. Die hat das echt gut gemeistert und ich hoffe, ich kriege es nur halb so gut hin. Und damit diese Challenge auch weitergeführt wird, nominiere ich dich, meine liebe Anja, vom Kanal Graufalter, ebenfalls an dieser Challenge mitzumachen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, wenn du auch darüber ein Video machen würdest. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, bleibt jetzt sehr gerne dran. Und wenn ihr gespannt seid, natürlich auch. Ich bin selber total aufgeregt und gespannt, ob ich es hinbekomme. Und ja, die 3 Minuten stelle ich jetzt auf meinem Telefon ein und versuche mich in diesen 3 Minuten komplett einmal zu schminken. Also, wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und los geht's. So, wo ist er denn, mein Timer? Uhr. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Mein Herz klopft. Bup, bup. So, Stoppuhr. Machen wir mal. Ich habe euch mal ein bisschen dichter rangeholt, damit ihr auch ein bisschen besser meine Fails sehen könnt. Also, ich habe hier meinen Timer. 3 Minuten. Liebe Leute. Und ich würde sagen, let's go. So, Uhr läuft. Ich habe hier den Primer von Maybelline. Den trage ich mir mal eben ganz flott auf. Ich muss auch immer so ein bisschen hier so um die Ecke gucken, weil ich hier sonst keinen Spiegel habe. Und ein bisschen sehen muss ich mich auch. Also, Foundation. Rocky Zocki hier von Rival de Loup. Die dünne Foundation. Das ist die Hyaluron Foundation. Die ist schön wie Wasser und die trage ich mir hier so zack, zack, zack. Soll ja auch ein bisschen gut aussehen und schnell funktionieren. So, okay, 1 Minute ist schon mal um. Das ist nicht so toll. So, Concealer Liquid Camouflage von Catrice. So, das machen wir gleich alles fertig. Einarbeiten, zack, zack, zack. So. Die hat ja auch wirklich so fast alles benutzt. Bin echt gespannt. So, abpudern. Mein Too Faced Banana Powder. Ein bisschen hier so die T-Zone. Den Concealer. Soll ja auch nur ein bisschen halbwegs normal nachher aussehen. So, anderthalb Minuten. Nehmen wir den Bronzer. Es wird knapp, Steffi. Und soll ja auch ein bisschen was sehen. So, dann kommt der Blush von Manhattan Maxi Blush. Ich hätte das natürlich auch schon alles. Oh mein Gott, nein. So, wollen wir auch ein bisschen aussehen wie ein Clown, ne? So, Wimperntusche habe ich hier eine. Die mache ich mal immer hier um den Spiegel. Ohne Spiegel ist schlecht. So, ihr Lieben, 1 Minute und Steffi hat noch nicht mal ihre Augenbrauen fertig. Dafür brauche ich ja echt am längsten. Oh, dahin gedettet. So, nehmen wir noch den Highlighter. Zack, zack, zack. Ein bisschen Highlighter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein bisschen die Augenbrauen. Zack, 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 zack. So ein bisschen hier. 30 Sekunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Steffi, schnell, 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 schnell. Ein bisschen Lippen wollen wir ja auch noch schaffen. So. Lippenstift, 20 Sekunden. Mhm. Jetzt halt die Augenbrauen. So, es geht. 7 Sekunden. Oh Gott. Die Zeit ist um. Okay. Was sagt ihr? Ich sehe an den Wangen sehe ich so ein bisschen aus wie ein Clown. Also,
Ja. Meine Augenbrauen sind natürlich nicht ganz so toll geworden. Aber sonst habe ich eigentlich alle Produkte geschafft, meine liebe Sandra. Die Augenbrauen sind völlig unterschiedlich. Wenn ich hier in den Spiegel gucke, ey. Die geht ja noch. Ne? Aber der ist irgendwie kaum was rangekommen. Ich finde das so herrlich. Mensch. Oh, 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 mein Gott. Also hier sehe ich so ein bisschen aus wie ein Clown, finde ich. So, meine Bäckchen hier. Na gut. Okay, also. Das war meine ganz schnelle Make-up-Challenge. Oh Gott, wenn ihr sehen würdet, wie das hier aussieht. Das ist ein Chaos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss gleich mal eben kurz hier wieder alles schön aufräumen. Und sauber machen. Hier habe ich ein bisschen rumgesaut. Ah, ja, Sandra, das war sehr lustig. Vielen herzlichen Dank für diese Möglichkeit. Man muss auch mal Spaß haben und ein bisschen was zu lachen haben, finde ich. Ne? Kann ja nicht immer alles nur so stocksteif sein. Ja, also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Riesenspaß. Ich war total aufgeregt. Man ist so voll so im Fieber und ja, also ganz witzig. Wer noch Lust hat, macht gerne mit bei dieser Challenge. Also ich bin sehr gespannt. Und ja, bis dahin sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Dann lasst ihm sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.